Falle 2,56. Sie erinnern sich vielleicht, 2,5 ist der untere Level. Und der Vitalitätsindex mit einem Optimum von 1 liegt hier bei 1,59. Das heißt, relativ über oder relativ stark über der Norm. Dann habe ich die Geometrien, so wie ich das beschrieben habe, gesetzt mit Sinus, Strich, Sinus, Zweistrich, Sinus an den verschiedenen Punkten des Meridiansystems. Und dann sieht das so aus, man sieht es auch schon an diesen grünen Einfärbungen, es mittelt sich innerhalb der einzelnen Segmente, kommt es zu einer Harmonisierung des Fließgleichgewichts. Der Harmonieindex stieg auf 5,43, das ist das Doppelte von dem, was wir vorher vorgefunden haben, da waren es 2,56. Und auch der Vitalitätsindex, der auf 1,59 war, hat sich auf 0,99 der 1 genähert. Das 1 wäre das Optimum. Das heißt also, wir können mit dieser Intervention zum einen die organbezogenen Meridiane in ihren Fließgleichgewichtern stimulieren, damit sie sich selbst wieder in ihre Harmonie begeben. Wir können aber auch für das Gesamtsystem was tun, weil alle Parameter in der Summe ergeben dann ja wieder höher geordnete Werte, die, wie gesagt, in einem harmonischen Zusammenspiel dieser Fließgleichgewichte sich widerspiegeln oder auch in einem Index, der mir sagt, durch das harmonische Zusammenspiel wird die Vitalität gesteigert und damit wird natürlich auch die Widerstandsfähigkeit des Systems gesteigert. Dasselbe haben wir natürlich auch noch mit einem Zahnmeridian getan. Jeder Zahn ist ja einem Meridian zugeordnet. Die Messungen sind identisch. Das heißt, wir sehen hier die Zähne am Ober- und am Unterkiefer vom 1,1er bis zum 1,8er und so weiter. Auch hier wieder Zähne, die jetzt über der Funktion liegen, da sie rot sind und keine Unterfunktionen zeigen. Zähne, die sehr schwach ausgebildet sind, wie hier. Dann nach dem Setzen der Geometrien noch die Nachmessung. Und wir haben hier wieder dasselbe Spiel. Die roten Bereiche verschwinden. Es kommt auch hier zu einer mehr oder weniger Harmonisierung des gesamten Zahnbereichs, der ja sehr, sehr wichtig ist, da Zahnstörfelder ja sehr stark in das energetische System der Meridiane einwirken können. Das ist die zweite Dame gewesen, die war Zahnärztin, sieht man deutlich. Das heißt, ihr Anfangsbefund war auch ohne Körbler-Status schon relativ gut. Wir haben nur einen Zahn, der 1,3er, der hier eine gröbere Abweichung zeigt. Aber auch dieser hat sich dazu bequemt, nachdem die Geometrien am Meridiansystem gezeigt waren, sich in seine Balance zurückzubewegen. Das sind jetzt nur Darstellungen davon, dass auch Blockaden sich öffnen können mit diesen Verfahren. Das ist die Zusammenfassung vom Dr. Lindner, der selbst Zahnarzt ist, der dieses Messprojekt begleitet hat. Er sagt, zusammenfassend ist festzustellen, dass die Applikationen der geometrischen Formen im Rahmen des Körblerstatus das Biosystem unseres Körpers aus der Regulationsstarre führt und es in ein für uns optimales Energiefließgleichgewicht bringen kann. Das Energieniveau des Systems wird den altersentsprechenden Parametern angepasst und, was man an diesen Ausreißern gesehen hat, die einzelnen Meridiane, die unter Stress geraten, die sind natürlich dann sofort damit beschäftigt, er sagt, dass Entgiftungsprozesse einzuleiten, damit das Biosystem allalong wieder ja, in seinem Fließgleichgewicht besser arbeiten kann, als es das vorher getan hat. Also da diese Geometrien jetzt nicht nur am Meridiansystem wirksam sind oder als Körpergeometrie hergestellt werden können, diese Geometrien sind natürlich auch im Emotionalfeld des Menschen wirksam, sie sind im Mentalfeld des Menschen wirksam. Das heißt also, wenn ich jetzt belastet bin mit Emotionen, sei es Wut, Trauer, was auch immer, ne, dann habe ich ähnlich wie im Meridiansystem eine Deformierung meines Energiesystems auf der emotionalen Ebene. Diese Deformierung kann ich auch mit dieser Einhandroute untersuchen. Das heißt, ich kann einen Einblick kriegen, wie viel Stress sitzt jetzt auf diesem Problem. Ich kann dieses Problem aus dem Körper herausbringen, weil das große Handicap, mit solchen Dingen umzugehen, ist ja, die sind im Körper gefangen, rotieren im Körper und finden keinen Weg. Und indem ich das exkorporiere, das heißt, indem ich dem einen Namen gebe, ich schreibe auf ein Blatt Papier
Ich habe Knieschmerzen beispielsweise, das ist die physische Ebene. Die Ätherebene haben wir über Geometrien am Knie beruhigt und dahinter steckt die Angst, dass ich nicht mehr wandern gehen kann. Ich liebe es zu wandern und das macht mich traurig, das macht mich wütend, das frustriert mich. Das heißt also, wenn ich da jetzt auf eine Farbkarte, um wie gesagt die Farb, also das Farblicht als Lichtwelle zu nehmen, um meine Information, nämlich Knie, Wandern, auf die Lichtwelle aufzumodulieren, nämlich eine Farbkarte, dann schreibe ich hin Knieschmerzen, dann schreibe ich hin, es macht mich wütend, dass ich nicht wandern kann, es frustriert mich, dass ich, dass meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Das heißt, ich bringe diesen emotionalen Stress, dieses emotionale Unwohlsein nach außen und dann kehre ich das mit einer Geometrie um. So wie ich die Disbalance in der Meridian umkehren kann oder vor Ort lokal mit einem Zeichen, kann ich so eine Disbalance im emotionalen Feld genauso mit einer Geometrie umkehren, sodass also diese Information dann wieder ins System eingebracht wird, indem ich es lese. Aber die Geometrie macht aus dem Frust oder aus der Unlust eine Lust, so als Prinzip. Und in einem zweiten Schritt wird eine Vision kreiert. Das heißt also, es wird nicht nur daran gearbeitet, dass da jetzt negative Potenziale sind, die wir erlösen wollen, sondern wir geben diesem negativen Potenzial sozusagen Hand in Hand gleich mit auf den Weg, wo ist das Ziel. Das heißt, wir schreiben auf die rechte Seite dieses Zettels, ich erklettere alle 8000er dieser Welt, springe in die Höhe auf dem höchsten Berg der Welt und trage mich ins Buch ein. Das heißt, ich bringe eine Vision rein, einen Wunsch, quasi wie eine Karotte vor der Nase, wo ich denn hin will. Und auf diese Art und Weise kehren wir zum einen, nehmen wir Stress aus diesem Negativpotenzial und schieben das positive Potenzial mit demselben Thema noch einmal an. Das Anschieben macht man mit der Form des Ys, weil das Y der Gleichrichter ist und damit, wie beim Stehen, kann ich Kraft zuführen. Und wenn ich das dann betrachte und 3 Minuten auf Wasser übertrage, kriege ich diese umgekehrte, entstresste Information mit der Affirmation dessen, was ich mir wünsche, in mein System rein, komme in das Zellbewusstsein rein und dadurch bewege ich auch etwas im Emotionalkörper. Und dasselbe kann man sich jetzt für den Mentalkörper vorstellen, wo es dann eben um fehlgeleitete Gedankenmuster geht. Ja, und zum Abschluss würde ich mir wünschen, dass diese Therapie der neuen Homöopathie, die es ja in der Zwischenzeit seit über 20 Jahren gibt, dass die auch wirklich langsam in den Kanon der Energie- und informationsmedizinischen Interventionen Eingang findet, hat auch schon viele Eingänge gefunden. Ich habe an die 2000 Leute ausgebildet in der Zwischenzeit. Es ist eine einfache Therapie, es ist eine kostenfreie Therapie. Das Einzige, was man braucht, ist Wissen. Wissen, wie ich damit umgehe, Wissen, wie ich messtechnisch sauber arbeiten kann und was ich dann brauche, ist ein Stift. Das heißt also, wir können wir können die Möglichkeiten ausschöpfen, dass wir jetzt nicht permanent auf der Chemieebene unserem Körper irgendetwas zugutekommen lassen, wenn es ihm denn gut tut, sondern dass wir auch auf der Energie- und Informationsebene mit Balancen arbeiten, so wie ich das gezeigt habe. Und wie gesagt, das Wissen ist Macht, wie immer. Und wenn man das tut, kann man vielen, vielen kleineren und mittleren, auch gröberen Geschehen innerhalb des Biosystems begegnen, indem wir eben auf der Energie- und Informationsebene intervenieren, sehr kostengünstig arbeiten können. Ja, und die Erfolge über die letzten 20 Jahre zeigen uns auch, dass das funktioniert. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Ja, und dementsprechend, wer Lust und Laune hat, sowas einmal zu erlernen, wir bieten Kurse an, wir schulen Leute in verschiedenen Städten in Deutschland. Ja, und wem das Spaß macht, der kann gerne mal kommen. Es ist eine spannende Welt, in der wir da eintauchen können. Ja, und sie kann für alle Menschen auf diesem Planeten, Tiere und Pflanzen eingeschlossen, denn auch die reagieren auf geometrische Formen, einfach dazu beitragen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie in ihrer Ganzheit bestmöglich ihr Leben auf diesem wunderbaren Planeten weiterleben können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.